Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Wir spielen die Colorado wieder. Wer die Colorado noch nicht kennt, kann sich das andere Video hier im Kanal über die Colorado anschauen. Da stelle ich dieses hübsche Schiffchen vor. Und ja, dementsprechend halten wir uns jetzt nicht lange auf damit, sondern starten gleich einmal rein. Ich habe seit der letzten Aufnahme habe ich sicher über 10 Partien gespielt. Alle, glaube ich, verloren, bis auf vielleicht eine gewonnen, mit Glück aber nur, wo ich nicht viel damit zu tun hatte. Es will momentan wirklich nicht laufen. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon warum, ich spiele schlecht zum Teil. Zum Teil habe ich grottig schlechte Teams. Letzte Runde 40.000 Schaden, was jetzt nicht viel ist, aber auch nicht wenig ist mit der Colorado gemacht. Aber am Ende, wie ich gestorben bin, waren noch 3 von unserem Team gegen, ich glaube, 8 vom gegnerischen Team da. Also was will man dann machen, wirklich? Dementsprechend hoffen wir jetzt, dass diese Runde besser wird, dass die Runde gut wird. Und wir ein bisschen was erwischen dabei auch noch. Ganz kurz, vielleicht, ich nutze jetzt die Zeit am Anfang, in eigener Sache etwas bezüglich dem Kanal, bezüglich World of Warships. Und zwar geht es darum, wie regelmäßig, wie häufig ich Videos bringen werde zu World of Warships, wie da so meine Pläne sind. Da erzähle ich euch das einfach mal so ein bisschen. Grundsätzlich gab es im Forum von World of Warships gibt's einen eigenen Thread zu diesem Kanal und da poste ich immer wieder, wenn es ein neues Video gibt, gibt es ein kleines Posting. Und da gab es jetzt dann den netten Tipp von Telly, weiß nicht, ob ihn der eine oder andere kennt, auch jemand, der YouTube-Videos macht, der mir den Tipp gegeben hat, ich sollte vielleicht nicht allzu viele Videos hochladen immer. Und das hat mich halt einfach, das war der Anlass für mich, um ein bisschen so drüber nachzudenken, wie viel ich wirklich hochladen will. Und ich würde gerne jeden zweiten Tag ein Video bringen von World of Warships. An dem anderen Tag wahrscheinlich dann die andere Projekte. Habe hier noch War Thunder jetzt gerade begonnen und möchte auch noch ein drittes Projekt starten. Bin jetzt gerade nur abgelenkt vom Chat. Thank you, Idiot Campers Left Side. Also, what the fuck? Jetzt sind wir Idiot Campers, weil wir was auch immer tun. Da rumfahren. Ich habe jetzt nicht, aber egal. Genau, und dementsprechend, wir waren gerade beim Plan für die Uploads und genau, deswegen würde ich halt schauen gern, dass ich eben jedes, wie gesagt, jeden zweiten Tag ungefähr, kommt natürlich immer drauf an, wie es läuft, wenn es so wie jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach 10 Spiele am Stück spiele und es nicht läuft, dann ist einfach die Lust nicht da, noch ein Elftes zu spielen und dann gibt es halt einfach, wenn ich keine Aufnahme habe, dann gibt es halt einfach auch kein Video dazu. Ja, immerhin ein Treffer mit 1240 Schaden. Ist nicht viel, aber ist ein Anfang. Da haben wir eine Colorado, der wollen wir nicht unsere ganze Breitseite zeigen. Wir werden es mal ein bisschen reduzieren an Geschwindigkeit. So, das reicht schon eingedreht. Genau, und dementsprechend, wie gesagt, ist das nur eine ungefähre Vorgabe, was ich gerne haben würde. Wenn ich schaffe, ist gut, wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es einfach weniger. Und dagegen wird man auch nicht viel machen können.
dass es einfach World of Warships so ein Spiel ist, wo es halt einfach ja, viel da damit zusammenhängt, wie es gerade läuft, ob man gerade gute Matches hat oder nicht hat, eben in dem Fall dann eher. Rückwärts. Genau. Wir haben gedacht, ich erzähle euch das mal. Oh, da haben wir doch einen schönen Treffer gelandet. Dass ihr einfach das selbst auch euch drauf einstellen könnt. Was da von mir, vom Kanal zu erwarten ist, was da kommen wird oder nicht kommen wird. Genau. So, versuchen wir mal unsere kleinen DDs hier zu retten. Unsere Kagero. Das heißt, wir werden jetzt da mit vollem Karacho rein. Wir zeigen jetzt gerade der Colorado rechts eine Breitseite, aber das geht nicht anders. Wir werden da jetzt volles Tempo die Kagero da vor uns retten. Kriegen wir natürlich. Jetzt kriegen wir natürlich hier einiges ab. Macht aber nichts. Jäger sind hinter uns, die kommen halt jetzt leider zu spät. Da dann da drauf. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal brennen. Und dafür nochmal ein Zieltreffer. Was machst du mit deinen, was macht er mit seinen Torpedofliegern? Er fliegt links rum. Na, er fliegt, wo fliegt er, wo auch immer er jetzt hinfliegt. Mit denen, jetzt verzupft er sich. Wir werden jetzt dann... Oh, da halten wir eine schöne Sicht auf die, aber knapp außerhalb der Reichweite. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dann unsere zwei Cruiser hier oben nicht, dass die uns nicht überraschen mit Torpedos dann noch. Ach, hey, da kommt was Heftiges, da kommt was Heftiges auf uns zu, dann feuern wir noch einmal was raus hier. Wenn das, was waren glaube ich die der Mogami? Die könnten treffen. Ah, das war die Mogami. So, da haben wir die Ranger sogar. Jetzt ist nur die Frage. Unser Team hat die Führung übernommen. Wir haben hier aber nichts, was uns gerade gefährlich wird. Das heißt, maximal diese Amage, die jetzt kommt. Aber bis dahin ist die Ibuki und die Mogami eigentlich unserem... Wir reparieren das mal. Da haben wir auch was Schönes zum Reparieren, eine ganze Menge. Da haben wir eine Mähen. Aber wir werden uns jetzt echt hier um diese Ibuki kümmern. Die hat wunderfast herrlich Breitseite zu uns. Oder? Probieren wir den Flugzeugträger. Den kriegen wir nicht. Na, den müssen wir probieren. Das heißt, ungefähr die Vorhaltezeit. Probieren wir es, in der Hoffnung, dass wir sie erwischen. Das kommt gut. Nochmal 5000, das ist gut gewesen. So, dann müssen wir schauen, dass wir zur Amage nicht zu sehr... breitseitig werden. Wobei der Flugzeugträger sich nach oben verdrückt. Das heißt, da haben wir vielleicht sogar... So, die Mogami kommt jetzt auf uns zu. Wir haben jetzt hier... Da hätten wir ein DD. Ja, den kriegen wir aber nicht. Den kriegen wir aber. Ja, den kriegen wir nicht. Ich glaube, die Mogami beschießt uns hier mit AP, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, und die zeigt uns die eine Breitseite. Die Colorado. Wir müssen auf jeden Fall die Mogami vor uns, dann müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, noch nicht den Flugzeugträger, gell? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ja, das wird da unten für unseren DD, unserer Mähen. Die braucht jetzt dringend unsere Hilfe hier.
Die werden wir ihr jetzt auch geben. Sobald wir hier um die Ecke kommen, mit unseren lächerlichen 20 Knoten. Wenn sie es nicht eh bis dahin erwischt. Ja, wir drehen uns schon ein bisschen so weit ein. Ich meine, auch wenn sie jetzt Torpedos hat, die Mogami. Erstens will ich Richtungen ändern, damit, falls sie Torpedos geschickt hat, wir sie nicht abkriegen. So, jetzt brauchen wir echt einen, ganz dringend brauchen wir jetzt einen guten Schuss. Ja, das war nicht gut, da hat sie rechtzeitig gedreht nämlich, aber die kriegen wir jetzt noch, weil, wenn es weiß, hat sie jetzt Torpedos abgefeuert. Aber sie kann jetzt nicht ewig flüchten vor uns. Genau, da sind sie schon, die Torpedos. Jetzt wird sie nämlich die zweite Reihe auch noch abfeuern, wenn sie es nicht eh schon hat. Nein, hat sie nicht. Da weichen wir noch aus, das schaffen wir. So. Und jetzt werden wir sie nämlich nicht leicht machen, weil jetzt... Erstens kriegt sie jetzt, glaube ich, eine gute Salve. Ah, immerhin. 5000. Jetzt hat sie die zweite, hat sie Richtung Mähen. Das heißt, jetzt hat sie keine mehr. Das heißt, ab jetzt ist sie uns ausgeliefert quasi. Und jetzt kann die Mähen nämlich mitfeuern. Das ist nämlich das Gute, weil wenn sich die Mogami dreht... Ja, genau, weil jetzt, wenn sie sich drehen würde... kriegt sie massive Treffer von uns. Und da ist der Nächste. Und da ist der Nächste. Das heißt, wir decken hier ein bisschen die Mogami. Dabei kommen hier die Torpedobomber. Die Frage ist, gehen die auf uns? Wir wollen die Mogami jetzt noch mitnehmen. Wir werden es jetzt von denen wegdrehen, auch wenn ich das normal nicht mache. In der Hoffnung, unsere Mähen ein bisschen zu retten. Okay, ich weiß nicht, haben wir jetzt verloren oder gewonnen? Nicht mal mitbekommen. Wir haben gewonnen. Und das noch dazu mit einer soliden Leistung, hätte ich gesagt. Das war das unsere Mähen? Das war unsere Mähen, oder? Das war unsere Mähen, meine Lieben. Das war doch mal eine großartige Runde, fast schon, könnte ich meinen. Großartig ist immer relativ. Es war natürlich keine Weltklasse-Runde, aber sie war gut. Es war eine gute Runde. Dann schauen wir kurz, was wir da an Schaden gemacht haben. Wir haben eben der Mogami. Die haben wir heftig zerlegt mit unserem Zitadellentreffer. Die zweite Mogami haben wir... Ich will jetzt immer Mogami sagen. Ich weiß nicht, wie mir das in den Kopf kommt. Den armen Mitch. Den Mitch hat's erwischt. Oder den STB eigentlich hat's erwischt. Aber der Mitch hat's abgekriegt. Und die Huxa hat auch ein bisschen was gekriegt von uns. Dann haben wir noch die Kagero, die haben wir, ja, das war unser erster, genau, unsere ersten 1240 in den quasi blind hineingeschossen. Und sonst, ja, recht unspektakulär. Gut, aber war in Ordnung. Dementsprechend, das wird jetzt das Video, das werdet ihr kriegen. Die anderen, wie gesagt, habt sie nicht gekriegt, aber ich hoffe, ihr freut euch über das jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen wieder mal. Und ja, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich alles Liebe, alles Gute und tschüss.